Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein Mount, was wir über das Tauschgame hier in der Zaralek-Höhle uns erspielen können und darauf sitze ich aktuell schon. Wir haben hier nämlich einmal den Felsbrockenschlepper und das ist nochmal so ein Rochenmount, diesmal in bräunlich gehalten. Da können wir uns auch gleich das Mount Special angucken. Ja. Ist ganz nett, aber ehrlich gesagt ist auch nichts Besonderes. Für die Collection aber dementsprechend wieder eins mehr. Und wo kriegen wir das her? Ich befinde mich einmal hier in der Zaralek-Höhle und dort sind wir auf den Koordinaten. Ach, das kann ich auch nicht sagen, weil ich die Addons aktuell nicht anhab. Aber hier in Loam, ne, ein bisschen rechts unten und zwar bei dem Händler Ponzo, schimpft sich der. Also der ist hier unten in diesem kleinen Graben. Und der verkauft uns mehrere Sachen und da können wir jetzt einmal reingucken. Unter anderem haben wir da so eine Karte für dieses kleine Ausgrabungsspiel und mehrere Items, wo wir dementsprechend unseren Berufsskill erhöhen können. Auch Items, wo wir Rezepte von verschiedenen Händlern kaufen können. Und es gibt auch ein Mount, das ich aber jetzt hier gerade mir schon gekauft habe, deswegen wird es nicht angezeigt. Auch ein paar andere Collector-Bürste noch drin, wie ein Pet und dementsprechend auch ein paar Manuskripte für die Drachen. Sobald man die gekauft hat, werden die aber hier nicht mehr angezeigt. Was hat mich jetzt das Mount gekostet? Und zwar habe ich dafür, ich meine, 85 von den Tausch-Felsbrocken gezahlt. Falls ihr jetzt hier eine andere Währung habt, und zwar hier diese Tauschziegel, dann liegt es daran, dass ab einer gewissen Ruhmhöhe sich die Währung ändert. Die Quellen, wie ihr die Währung bekommt, ist aber die gleiche. Und zwar können wir mal reinschauen, ich bin 20 bei den Niffen. Und ihr kriegt quasi mehrmals eine kleine Änderung. Also das Tauschspiel könnt ihr anfangen, wenn ihr Ruhm 3 seid. Dann könnt ihr hier bei dem eine Quest bekommen, wo ihr dementsprechend einmal nach Waldracken sollt. Und zwar in Waldracken ist es dann so, dass ihr bei diesen Berufs-NPCs, die einfach hier in dem warte, wo ist das? Ah, hier unten, genau. Hier stehen sie dran, bei diesen Berufs-NPCs. Ich glaube, da sind gerade die Quests auch. Bekommt ihr eine Quest, dass ihr, beziehungsweise zwei Quests, dass ihr gewisse Materialien abgeben müsst. Und ja, diese Materialien switchen jede Woche. Ihr kriegt dafür 5 von diesen Tauschziegeln. Beziehungsweise, wenn ihr höher mit dem Ruf bei den Niffeln seid, kriegt ihr nicht mehr diese Tauschziegel, sondern diese Tauschfelsbrocken. Das ändert sich nämlich, wenn ihr dann auf Ruhm 12 seid. Da ändert sich die Ressource. Und was bringt euch das? Ihr könnt die ganz gleichen Sachen kaufen, nur alles, was ihr hier kaufen könnt, kostet halt weniger Tauschfelsbrocken als Tauschziegel. Und dementsprechend, weil ihr die bessere Ressource kriegt, die kriegt ihr bei allen Quellen quasi dieselbe Anzahl, braucht ihr insgesamt weniger Stuff zu machen, um hier alles kaufen zu können. Das Mount kostet nämlich, wenn ihr es für Tauschziegel kaufen wollt, 170 Tauschziegel. Und wenn ihr es für Tauschfelsbrocken kaufen wollt, nur noch 85. Ne? Also ein gutes Stück weniger. Ihr könnt dann auch die Tauschziegel, die ihr noch übrig habt, umtauschen in quasi 3 Tauschziegel gegen einen Tauschfelsbrocken. So viel, so gut. Jetzt zeige ich euch mal die ganzen Quellen, wo ihr dementsprechend die Tauschfelsbrocken herbekommt. Oder auch die Tauschziegel, wenn ihr noch nicht weit genug seid. Also erstmal könnt ihr jeweils einmal pro Woche mit einem Char diese 2 Quests machen in Waldracken, die ich euch gezeigt habe, sobald ihr quasi auf Ruhm 3 bei den Niffen seid. Die bringen euch 10. Dann könnt ihr jeden Tag Kisten aufmachen, und zwar spezielle. Einmal hier die Kiste durch Nestes Bündel. Die könnt ihr aufmachen. Da kann einer von diesen beiden Währungen drin sein. Und dann gibt es insgesamt 4 Ritualopfergaben. Und die sind hier in dem Lager oben drin. Die sind nicht genau immer nur in den Spots, aber hier um den Spot, wo sie angezeigt sind, sind die Kisten. Ich habe dafür ein Addon, das nennt sich Tomcat Tours. Da wird mir auf der Map auch angezeigt, welche ich noch offen habe. Und wenn ich die einmal abgefarmt habe am Tag, werden die halt abgehakt. Ne? Dann werden die da nicht mehr angezeigt. Heißt, Tomcat Tours solltet ihr euch draufladen. Das ist ganz praktisch zum Kistenfarmen. Also es sind in dem Lager 4 Stück und hier ist es eine, die durchnässte Kiste. Täglich abfarmbar. Da muss nicht ein Item drin sein, kann aber immer drin sein. Und ja, das ist ganz praktisch. Dann könnt ihr diese Tauschziegel oder Tauschfelsbrocken auch kriegen über dieses Grabespiel. Da könnt ihr euch hier auch eine Map kaufen. Das machen wir jetzt auch mal kurz. Und da könnt ihr dann immer 4 Stück rauskriegen. Also es gibt eine gewisse Chance. Es lohnt sich eigentlich immer, die Map zu kaufen für 1 und dann eine Chance zu haben, hier bei dem Kollegen 4 rauszubekommen. Ne? Also da könnt ihr dann mit dem Graben, das werden wir jetzt für ein Video nicht machen, weil das auch ein Ticken dauert, so
zwei bis fünf Minuten, je nachdem, was ihr für ein Event habt. Aber da könnt ihr die Teile auch immer rausbekommen. Genau, das sind so die Quellen. Die allerbeste Quelle, die es aber gibt, schaltet ihr frei, wenn ihr bei den Niffin auf 20 kommt. Dann könnt ihr nämlich Tauschfelsbrocken hier freischalten. Und zwar accountweit, das hier mit allen euren Chars auf dem Account. Dementsprechend bei dem Händler hier drin. Einmal das Zeug umtauschen könnt. Und zwar, ihr könnt für 100 Ressourcen diese Teile kaufen. Und wenn man viele hat wie ich, könnt ihr zum Beispiel einfach hergehen und 200 kaufen und direkt das Mount, das Pad und alles Mögliche kaufen. Oder, ne, je nachdem wie viel ich habe. Ich kann jetzt hier theoretisch auch 400 kaufen. Brauche ich jetzt aber mit dem Twink tatsächlich. Wir kaufen jetzt mal 100. Ich muss mir da eh noch ein paar Sachen holen. Unter anderem das Pad und so. Und dann braucht ihr die gar nicht mehr großartig farmen, könnt ihr die einfach für Ressourcen holen. Wahrscheinlich hat der ein oder andere die eh noch rumliegen, weil ihr mit denen sonst eh nicht viel anderes machen könnt. Ne? Außer für ein bisschen Temok bei den anderen Fraktionen noch quasi zu kaufen, aber das habe ich tatsächlich eh schon gemacht. Gut, das sind eigentlich so die Quellen, wo ihr das Zeug farmen könnt. Und ja, sobald ihr auf 20 seid, ist das eigentlich eine easy Sache über Ressourcen. Jetzt vielleicht noch eine kleine Info, wie kommt ihr am besten relativ schnell auf 20 bei den Niffins? Ihr könnt ein paar Sachen machen. Am besten macht ihr die ganze Main-Kampagne, die Side-Quests. Ne? Dann könnt ihr die World-Quests immer schön mitnehmen. Die bringen auch noch ein bisschen Ruf. Was dann auch noch sich anbietet, ist tatsächlich dieses Grabe-Event, was ich euch gezeigt habe. Da kann es sein, dass ein Ruf-Token drin ist in einem Sack, den ihr am Ende bekommt. Und das ist Battle.net-Account gebunden. Heißt, ihr könnt das mit mehreren Twinks farmen und dann auf euren Main schicken. Und so habe ich auch relativ schnell auf 20 hochgeballert. Ich habe sehr viele Twinks auf Stufe 70, habe mit allen kurz dieses Grabe-Event gemacht. Da kriegt ihr jede Woche eine Aufladung for free. Könnt eine Karte auch bei ihm kaufen und eine kriegt ihr aus dem Weekly-Sack, den ihr in der Mitte farmen könnt. Und ja, da kriegt ihr eigentlich dann relativ zügig diese accountgeweihten Ruf-Tokens. Die schickt ihr alle auf einen Char und dann kommt es eigentlich relativ schnell nach oben. Die bringen jeweils 250 Ruf und ja, so habe ich das tatsächlich gemacht. Was auch noch eine valide Möglichkeit ist, hier in der Mitte jede Stunde zur halben Stunde spawnt ein Event, dieses Forscher unter Feuer. Wenn ihr das erstmalig in der Woche mit einem epischen Sack, also 12 von 12 Events abgeschlossen habt, dann kriegt ihr 1000 Ruf. Und jedes weitere Mal, wenn ihr es abschließt, gibt es noch 50 Ruf. Ne? Also könnt ihr es dann jede Stunde quasi abschließen, immer noch 50 Ruf mitnehmen. Und hier diese kleinen Hörnchen, öffentlichen Events, die bringen auch nochmal insgesamt 50 Ruf, wenn ihr eins abschließt. Also da habt ihr einige Möglichkeiten, um an schnellen Ruf zu kommen. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Mount Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.